Wir haben noch eine Woche Zeit. Dabei wollen wir Frankreich durchqueren. Einen Roadtrip vom Südosten in den Nordwesten. Erstmal geht's aber in die Schweiz, nach Genf. Wir gucken uns das Zahn an. Das Museum ist sehr beeindruckend und wer in der Nähe ist, sollte unbedingt mal hingehen. Für die Nacht finden wir einen kleinen Campingplatz am Lac de Nantua. Der See ist wunderschön, mindestens so schön wie der Lac de Annecy und kaum jemand ist da. Wir überqueren die Rhone und es geht zum Felsen von Solutré. Zwischen 35.000 vor Christus und 25.000 vor Christus haben Steinzeitjäger hier mindestens 100.000 Pferde geschlachtet. Das Ganze wurde dann ausgegraben und man spricht von einer Pferdemagma. Weiter geht's nach Cluny, das Kloster kann aber nicht locken, der Wochenmarkt ist viel geiler. Danach Monchamp-les-Mines. Da bewundern wir die Boote auf dem Canal du Sandre und gucken uns das Minenmuseum an. Weiter nach des Issets, an die Loire und an den Canal du Nivernais. Das Kind will unbedingt Rennen sehen und deswegen geht's nach Magny-Cours. Der Pförtner lässt uns einfach rein und wir können ganz allein über das ganze Gelände stromern. Und wenn auch schon mal Nerd-Content ist, geht's auch in die Rundschleuse am Allier. Ein schöner Übernachtungsplatz ist wie immer in Bléry, am kleinen Fluss Cher. Da gibt's bei Jean Pütz im Cheval Blanc auch was Leckeres zu essen. Gleich in der Nähe liegt das repräsentative Loire-Schloss Chenonceau. Von dort geht's weiter in den besten Zoo der Welt, nach Spey, in der Nähe von Le Mans. Was bleibt, ist der Mont Saint-Michel,
Dort sind aber viel zu viele Leute, aber wenigstens Hubschrauber.